Lifestyle wird Ihnen präsentiert vom Shoppi Tivoli. Meine Welt, wie sie mir gefällt. Und von Romantik-Hotels und Restaurants 28 Boutique-Hotels für Geniesser. romantikhotels.ch. Heute bin ich bei der angesagtesten und erfolgreichsten Vegan-Köchin der Schweiz, daheim. Es ist Lauren Wildbolz und sie macht natürlich das in meiner Sendung, was sie am liebsten macht, kochen. Hoi Patricia, danke vielmals für die schöne Ansage. Was gibt es Feines? Ich mache Portobello-Pilz und dämpftes Gemüse und noch einen Salat dazu. Also ich koche eigentlich alles aus dem Reich der Pflanzen. Was willst du mit deiner Küche vermitteln? Mir ist die Opulenz sehr wichtig, dass ich den Leuten vermitteln kann, dass es eben kein Verzicht ist, die vegane oder rein pflanzliche Küche, sondern dass es eine Horizonterweiterung ist. Und darum koche ich auch an meinen Caterings oder an meinen Kochkursen 10-Gang-Menüs. Es gibt Champagner und Wein, also es fehlt da nichts. Und auch jetzt im Mesoreso kochen wir wirklich sehr opulent, dass die Leute merken, wow, uns fehlt ja gar nichts. Und es geht auch darum, die Leute zu inspirieren, dass sie merken, dass sie an einem Tag vielleicht Pflanzen essen können und am nächsten Tag ihr Fleisch haben können. Also du bist da kein Moralapostel? Nein, wirklich nicht. Es geht mir einfach darum, dass die Leute im besten Fall weniger tierische Produkte essen. Das ist meine Arbeit, die ich seit 12 Jahren verfolge. Während der Corona-Zeit hast du ein Start-up gegründet, Plantbox. Wirst du das weiterziehen? Auf jeden Fall. Also wir sind dort jetzt dran, dass wir es eigentlich in ein Abo umwandeln, weil die Plantbox, die war 18 Kilo, eine volle Inspiration-Box mit 36 Videos, die wir den Leuten heimgeschickt haben. Und das ist jetzt nach Corona ein bisschen zu viel für die Leute, weil sie wieder in die Restis gehen und so. Aber wir werden dort auf jeden Fall ein Angebot machen, wo wir einfach kleine Päckchen jede Woche den Leuten dann heimschicken mit Produkten, die ich toll finde. Du hast deine Caterings angesprochen. Ich habe gelesen, über 450 Leute werden zum Teil von dir bekommen. An Hochzeiten, an Festen. Aber das machst du nicht allein. Nein, das ist ein langer Weg. Ich bin mittlerweile als Catering-Unternehmerin seit 10 Jahren unterwegs. Und wir machen mittlerweile auch nur noch hochkarätige Events mit biologischen Lebensmitteln, aber wirklich auch in einer hohen Range, also ab 60, 80 Leute rauf. Wir machen vegane Hochzeiten in der Villa Wenckerhof in Basel oder auch mal ein Business-Event für die UBS für 200 Leute. Also es ist sicher nicht ein Home-Delivery-Service und ich koche auch nicht mehr selber. Meine Rezepturen dann meine Chefküche umwandeln und anbieten dann. Und jetzt brennt das hier genau. Nicht an. Oh ja, oh, Transfett, ja, du sagst es. Vor lauter jetzt Schwänze. Habe ich mich total ablenken lassen. Ich habe dich so bewundert, dass du Interview geben und kochen miteinander. Und genau das ist eben lässig an einer Profiköchin, dass sie einfach so entspannt ist. Ich meine, ich hätte jetzt einen Schweißausbruch, du nicht. Du fängst einfach gerade zack, zack, genau. Nochmal an. Ich zeige das sonst schnell. Also, das ist geröstetes Sesamöl, das leider schon fast fertig ist. Dann haben wir aber noch ein bisschen. Wir können auch Olivenöl nehmen. Da muss man einfach aufpassen, weil bei 180 Grad entsteht Transfett. Also, es sollte eigentlich nie so räucheln. Ich habe hier Ingwer fein geschnetzelt und Zitronengras. Immer gleich viel Ingwer wie Zitronengras. Das habe ich gelesen. Ist das ein bisschen deine Devise? Nein, die Lauren Mise-en-Place wäre Knoblauch, Zwiebeln und Ingwer im 1:3 Verhältnis. In Häufeli. Mit dem kriegt man immer einfach ein super Gericht. Aber für dich habe ich jetzt noch etwas Spezielles gemacht. Und eben die asiatischen Geschmäcker und die Portobello-Pilze, die ich da drin dann ein bisschen anrösten. Man kann zum Beispiel ein bisschen Reissirup nehmen. Das macht auch John Kwan. Eine koreanische Nonne ist übrigens die berühmteste vegane Köchin der Welt. Mit der habe ich zusammengekocht. Und dort habe ich das gelernt, wie sie ihre Portobello-Pilze macht. Am Ende wird das mit Tamari abgelöst. Du hast auch als Tauchlehrerin geschafft. Bist, glaube mit 17 hast du deine Tauchprobe gemacht und hast dort für Telenovela-Stars und für verhaltensoriginelle Jugendliche gekocht. Was war das für eine Zeit in deinem Leben? Ja, das war so, dass ich fast 5 Jahre unterwegs war als Tauchlehrerin. Und gegen das Ende wollte ich eigentlich weg vom Tourismus nicht mehr in dieser Branche arbeiten und habe dann noch einen Job gecatcht auf einem Segelschiff mit eben schweren zierbaren Jugendlichen und war dort ein Jahr drauf. Als Tauchlehrerin, aber auch als, als sozialpädagogisches Praktikum. Und habe dann bei Übersee habe ich einfach nicht tauchen mit den Jugendlichen und habe mich dann der Küche angenommen. Und dazu habe ich noch vegetarisch gekocht. Und habe dann aber einen Job bekommen auf einem Katamaran zwischen Ibiza und Formentera,
wo ich 2-3 Monate für so Telenovela-Stars gekocht habe. Du bist eine Food-Waste-Aktivistin. Jetzt möchte ich gerne deinen Kühlschrank sehen, ob der wirklich so leer ist. Schnell ablöschen mit Samari. Jetzt sind sie eigentlich schon fast fertig. Ich bewundere die Nonchalance, die du hast. Mein Kühlschrank ist relativ leer, wenn meine Tochter in der Woche bei ihrem Vater ist. Was ganz wichtig ist, ist Champagner. Das ist mein Lieblingschampagner. Das ist ein Schweizer, nach Champagnerart hergestellter Schaumwein. Ausnahme, Sünde, Pizza ohne Käse, Chips, gibt es das bei dir? Ja, also sicher nicht Ausnahme mit nicht vegan essen, aber auf jeden Fall mal Chips oder mal etwas Fettiges oder so, ganz klar. Also ich bin nicht der Ober-Healthy-Apostel, aber ich kann einfach die Gemüse und Salat und Blätter und so extrem gern. Also es ist ja so, dass ich das gerne nicht. Da kocht jetzt nichts, oder? Nein, nein, das tut jetzt schön. Du alles fast noch ein bisschen karamellisieren. Wir reden über deine Mutter und über deine berühmte Familie. Vater Starfotograf, Mutter Ex-Topmodel. Wir reden gerade zuerst hat aber Fabian den Auftritt bei uns im Newsteil. Der Fabian trägt am liebsten Jeans und T-Shirt. Weil der 42-jährige Sempacher Lust auf optische Veränderung hat, ist er heute zu Sisley auf Zürich gekommen. Hallo Fabian, herzlich willkommen, schön bist du hier. Eine etwas spezielle Situation heute, aber es funktioniert trotzdem. Du bist gerade mit reingekommen. Meine Frau und ich sind begeistert von den Umstylings von der Luisa Rossi, vor allem, was man mit dem Outfit rausholen kann. Gerade so ein bisschen im Bereich sportlich elegant, gefällt mir sehr gut. Weil ich das Gefühl habe, dass ich seit mehreren Jahren vom Style her und der Frisur gleich unterwegs bin, fände ich es spannend, mal herauszufinden, was man aus mir herausholen könnte. Und beim Haarschnitt her auch mal wieder einen richtigen Coiffeurschnitt, fände ich auch sehr cool, das zu haben. Wir starten das heutige Umstyling mit der neuen Frisur von Martin Dürrematt. An diesem herrlichen Tag begrüße ich heute den Fabian. Ich freue mich besonders auf sein Umstyling, weil die heutige Inspiration einfach mal ich selber war. So kann ich endlich mal zeigen, dass mein Look doch extrem alltagstauglich und tragbar für viele Herren ist. Ein altbekanntes Problem ist ja oftmals die gestresste und juckende Kopfhaut. Darum mein Tipp dazu, legt den Fokus nicht immer nur auf die Haare, sondern auch auf den Haarboden. Es ist eigentlich ganz simpel, auf einer gesunden Kopfhaut wächst ein gesundes Haar. Dafür habe ich vor dem Shampoonieren mit dem Pre-Shampoo Purifying Mask eine Kopfhautpflege gemacht. Mit dem Schnäbel gleichmäßig verteilen, schön einmassieren und mindestens 10 Minuten einwirken lassen. So haben wir auch in den warmen Sommertagen ein angenehmes, frisches Gefühl am Kopf. Zurück am Platz sind die Zeiten schön sommerlich kurz geworden. Was natürlich bei diesem Look nicht fehlen darf, ist der kompakte Pony mit dem ganzen Deckhaar. Selbstverständlich ganz à la Martin. Aber in einer Fabian-Version. Sprich, etwas mehr strukturiert. So ist das Finish super simpel geblieben. Eine eher trockene Baste in den Händen verteilen und ins Haar damit. Mein Fazit zur heutigen Veränderung von Fabian. Ich würde meinen, auch ein Martin Dürrematt-Look trägt er ausgezeichnet. Er wirkt kantiger und braucht auf jeden Fall keinen Aufwand mehr, um sich zu stylen. Die Frisur ist gelungen. Für den Fabian geht es gerade weiter mit wertvollen Hautpflegetipps von David Hameyer. Fabian hat sich eine einfache Pflegeroutine gewünscht, dass sein Gesicht genauso sportlich strahlt, wie er sich fühlt. Deswegen habe ich ihm das Fluid Contour des Yeux à la Rose Noir empfohlen. Das hat einen Keramikapplikator und das wacht den Blick sofort auf. Mit 1 bis 2 Pumpstößen auf den Spender hat er genau die richtige Menge, damit beide Augen richtig frisch und vital aussehen. Als nächsten Step habe ich ihm den Soin Global Revitalisant Anti-Age der Sisleum-Linie empfohlen. Das ist ein 3-in-1 Produkt, das Aftershave, Antifaltencreme und Ausstrahlungspflege enthält. Einmal auf den Pumpspender gedrückt und schon hat er die richtige Dosis Energiekick für den Tag. Ich finde, Fabian sieht man sein Alter gar nicht an. Mit diesen Produkten und seiner sportlichen Aktivität bleibt es auch weiterhin so. Und welche Outfits Luisa Rossi für Fabian ausgesucht hat, erfahren Sie in wenigen Minuten. Vom Fabian zurück in der Laurinieri Küche. Du hast angerichtet, alles vegan. Deine Tochter lebt 50% bei dir. Ist sie auch vegan wie du? Nein, sie darf und soll alles essen und ausprobieren und das dann irgendwann mal selber entscheiden. Aber zu Hause koche ich ihr
fein, rein pflanzlich. Was bist du für eine Mami? Ein 50% alleinerziehendes Mami bin ich. Wie jede Mutter habe ich meine Zweifel, ob ich ein gutes Mami bin, weil mir meine Arbeit doch auch extrem wichtig ist. Also eigentlich war mein Job mein erstes Baby und dann ist meine Tochter gekommen. Und ich habe mich auch gegen ein zweites Kind entschieden, weil ich einfach meine Arbeit so gerne mache und mich wirklich erfüllt fühle durch das. Aber ich bin auch sehr happy, habe ich eine Tochter natürlich. Und sie ist das Wichtigste am Ende trotzdem. Du hast einen Haufen Erinnerungen hier in der Küche, Zeichnungen von der Ranja. Da sieht man sie auch da als Kleid. So sieht sie etwa aus. Jetzt. Und das ist so deine Fotowand, dein Leben. Welche Bilder bedeuten dir am meisten? Ja, eigentlich bedeuten mir natürlich alle Bilder da viel. Es ist sowieso, manchmal, eben, wenn ich so ein bisschen meinen Spirit brauche und meine Roots brauche, entwickelt sich das weiter oder kommt mal etwas runter. Meine Grossmami, dank ihr habe ich ja meinen Namen von der Lauren Bacall, weil sie so ein Humphrey Bogart-Fan war. Bei ihr war ich sehr viel. Meine Eltern waren unterwegs, beide auch selbstständig. Da ist meine Mutter, das ist mal, als wir jung waren, für die Annabelle-Shooting. Ich bin, glaube ich, erst 19 da. Mein Papi, ein riesiges Vorbild in der Art und Weise, wie er als Mensch ist. Meine geliebte Schwester, die 12 Jahre jünger ist, wo ich aber einen sehr engen Kontakt mittlerweile pflege. Das ist sicher auch ein ganz wichtiges Foto für mich. Da hat sie ihre Masterarbeit in Architektur im Schnelldurchlauf gemacht. Und ich war so stolz auf sie. Und ja, das ist so ein bisschen. Genau, eine gute Freundin von mir, Marlon. Also, das sind schon. Das ist Mami und ja, Kuh, das hat mein Papi fotografiert, als ich klein war mit der Mami. Ja. Und da ist auch noch mal mein Papi. Also, ich meine, der Jost. Ein bon gewesen, ja. Ja, ein absoluter Bon nach wie vor. Berühmte Eltern zu haben. Wie war das für dich? Fluch oder Segen? Door-Opener? Hat es immer geheißen, das ist die kleine Wildpolz? Das eigentlich nicht, aber es haben schon viele immer gesagt, ja, stehst du mal in die Fußstapfen von deinem Papi, wirst du auch Fotografin. Und ich habe mich durch das, muss ich sagen, extrem aufgelehnt und eben nie eine Fotokamera, also so professionelle Tank genommen. Ich habe sehr viel fotografiert in der Kindheit, auch meine Freunde und so, und analoge Zeit noch miterlebt, aber das habe ich nie gemacht. Du hast auch gemodelt, obwohl dein Vater gesagt hat, ja, nicht. Ja, mit 16 hat das mir verboten, weil ich 3'500 in einem Tag verdient habe. Und mit 19 habe ich dann sozusagen als Provinzmodel nochmal angefangen und sehr viel Strumpffärbungen gemacht. Und mit dem habe ich mir dann auch meine Auslandsreise und vor allem meine Tauchausbildung finanziert. Das Model sein war für dich also nur ein kleiner Step in deinem Leben. Ein guter Moneymaker, ja. Man lernt deinen eigenen, deinen persönlichen Style kennen. Du wohnst hier in einer wirklich coolen Vierzimmerwohnung. Wir gehen schauen. Zuerst modelt aber der Fabian noch etwas für uns im New Style von PKZ. Im PKZ Mainz Zürich an der Bahnhofstrasse wird der Fabian schon freudig von unserer Style-Expertin Luisa Rossi erwartet. Hallo Fabian, ich kann dich leider nicht umarmen, aber ich bin stylistisch sehr nah bei dir. Ich habe mich extra recht frisch und sommerlich angelegt, wie dein erstes Outfit. Der sieht also wirklich sehr, sehr sommerlich aus. Ich habe Sachen schon für dich parat und ich hoffe, du bist sportlich unterwegs. Aber so, wenn ich das dich so anschaue, bin ich überzeugt, du hast gute Oberschenkel. Alles ist parat für dich in der Garderobe. Gut. Bitte schön. Kommen wir nachher zu dir. Shorts gehören in einer Garderobe im Sommer bei meinem Herrn. Und die Frage ist dann einfach, wie muss die Shorts aussehen? Kurz, lang, eng. Ich habe jetzt für ihn eine von Polus gesucht. Eher ein bisschen knackige. Ich habe gefunden, als Sportler hat er auch eine knackige Figur. Also sollen wir die auch sehen. Schön aus Baumwolle mit einem Stripe und mal nicht in nur blau und weiß, sondern mal in einem feinen Rosé mit grau kombiniert. Dazu habe ich gefunden, statt einem normalen Shirt mehr so einen feinen Sommerpulli von Anthony Morato. Und zwar einen mit so einer Leinenoptik. Dazu habe ich gefunden, statt einem Turnschuh lieber einen Slipper. Und zwar eine von Rivera, das ist eine neue Marke, die PKZ hat. Ganz coole Slippers für Herren, super bequem. Als Accessoire habe ich eine Umhangtasche genommen und eine coole Brille. Ich finde, das passt perfekt zusammen zu dem Look und alles ist von Tommy Hilfiger. Mein heutiger Tipp ist ganz gewidmet den Shorts. Also wie sieht sie aus? Trendmässig diese Saison. Sie darf ruhig ein bisschen eng und knackig aussehen, aber finito. Das heisst, sie muss
schon Gürtel dran haben und zum Beispiel auch schon einen Umschlag. Umschlag nicht nur bei unter den Hosen, sondern auch oben am Oberschenkel. Und dann kann sie aber auch von den Materialien weich sein, wie eine Trainerhose, wie zum Beispiel die, die einen coolen Druck drauf hat, aber sehr weich ist. Man würde meinen, man hat Jogginghose abgeschnitten. Ist aber auch total im Trend für jemanden, der jünger ist. Aber es bleibt natürlich aber auch der Print. Also Printete mit Blumenmuster und so hawaiianischen Muster, das ist natürlich ein Must. Oder? Aber ich sehe, für jeden Gusto ist eine dabei. Aber die Hause auf jeden Fall, der Sommer muss eine in der Schublade drin sein. Bei diesem Look bin ich recht sonnig geblieben, gestartet eigentlich mit der Farbe Gel. Er hat einen sehr guten Teint, der Fabian, und er vertreibt also starke Farben. Es ist alles ein bisschen klassischer, aber gleich passend sportlich zu ihm. Und zwar der Pulli, das ist von Gant. Gant ist bekannt eigentlich für sehr schöne, starke Farben. Und der Pulli ist auch so ein bisschen baumwollig angehaucht. Dazu ein Blazer von Manuel Ritz, auch wieder einen Streifen habe ich reingenommen, weil ich fand, der Streifen zeigt einfach sehr viel Sommerlichkeit. Aber der Vorteil von dem Blazer ist, er ist super, super bequem und sehr viel Elastan hat es drin. Also da kannst du auch von der Optik her mal ein T-Shirt drunter anlegen. Der passt zu allem, vor allem zu den Hosen, die ich ausgesucht habe. Es ist eine Leinen-Trainerhose, kann man sagen, von Drycorn. Dazu gibt es vom Polo einen super Turnschuh, einen Sneaker, aber mega, mega leicht. Und er kann das alles auseinandernehmen und irgendwie anders kombinieren. Aber ich finde, genau die Farben passen perfekt zu ihm. Der Vergleich zum Morgen zeigt, Fabian sieht in seinem Sommerlook fantastisch aus. Und das Beste daran, er gefällt sich in seinem neuen Look. Meine Erwartungen an den Tag haben sich vollkommen erfüllt. Ich habe zwei super Outfits, eins, das eher frech ist, eins etwas frisch. Und ich bin somit bereit für den Sommer. Wir danken dem Fabian für sein Vertrauen und wünschen ihm und seiner Familie einen wunderbaren Sommer. Das ist das Reich von meiner Tochter. Nebenan haben wir ein dunkelkaltes Badzimmer. Hast du das selber gestrichen? Bist du handwerklich begabt? Nein, ich habe das Glück, dass mein Partner, der in erster Linie ein sehr erfolgreicher Künstler ist, auch Schreiner ist. Und er hat ein extrem schönes Farbgefühl. Also, zum Beispiel die Panels hat er mir gemacht für das Walter Pfeiffer-Shooting, das wir für mein drittes Kochbuch gemacht haben. Und ja, die haben sich jetzt während Corona-Zeit teilweise bei diesen ganzen Zoom-Calls und Besprechungen als super Background auch nochmal weiterentwickelt und sind gut gewesen zu brauchen. Da sieht man so ein bisschen meine Agenda, meinen Jahresplan, all meine Mitarbeiter, die ich bei den Caterings habe. Ich habe ja verschiedene Bereiche von Podiumsdiskussionen, Keynote-Speeches, die ich eingeladen bin, aber auch Kochkurse, die ich gebe und eben die sehr aufwendigen Caterings, die ich mache. Und da habe ich immer so ein bisschen die Übersicht, was gerade läuft und was ich mache. Ich habe eigentlich extrem gerne Homeoffice. Also für mich war das während Corona kein Problem. Ich bin mich das gewöhnt. Das ist das Wohnzimmer. Da wird auch gegessen? Oder bist ja, du mehr auswärts? Also vor allem in Corona-Zeit ja. Wahrscheinlich? Ja, wir haben dreimal pro Tag gekocht. Ich koche auch morgen warm aus verschiedenen Getreidesorten, so Porridge. Und auch gerade beim Kochen ist mir eigentlich bewusst worden, dass das selbstbestimmte Kochen, sich etwas Feines, Gesundes kochen, dass das einem so einen Power geben kann. Und darum habe ich auch mit der Plant Box, also Plants into your hands, Inspiration Box, habe ich die Leute motivieren, mehr die High Fine zu kochen. Und das ist so die Kuschelecke? Ja, das ist auch ein Bild von meinem Partner, von Daniel Robert Hunziker. Das ist unser geliebtes Sofa, das ich noch nachgekauft habe. Das habe ich mal in Brocki gefunden, alt. Und es war so toll und irgendwann mal so abgewetzt, dass ich es dann noch mal neu kaufen konnte. Du redest von Brocki. Kaufst du Kleider auch nachhaltig, also Secondhand oder Brocki? Ja, natürlich gibt es ja einen Unterschied zwischen der veganen Ernährungsweise und der veganen Lebensweise. Aber wenn man länger dann so lebt, überdenkt man auch seine Kaufentscheidungen und achtet vielleicht mehr auf Nachhaltigkeit. Und da ist schon so, dass ich mittlerweile, wenn ich neue Schuhe kaufe, dann von einem veganen Label kaufe oder eben vielleicht auch mal ein paar Lederschuhe in einem Secondhand, wenn es mir gerade gefällt oder ich habe auch schon geschenkt bekommen. Bei Hosen oder bei Labels gibt es mittlerweile auch Materialien wie Pinatex oder auch aus PET, Seidenstoff und so weiter. Das ist eben jetzt meine vegane Hose, gell? Genau, das ist meine Regenhose, die auf dem Motorrad oder auch auf dem Velo manchmal bei grossem Regen. Ich fahre eigentlich Velo und auch Motorrad bei Regen und Schnee. Das ist eine sehr gute Ausrüstung, aber gleichzeitig habe ich das da auch als Ausgangsoutfit gemacht, wenn es mal ein bisschen abgehen darf mit genügend Champagner und einem schönen
Tanzmoment, zum Beispiel mit solchen Schuhen. Du leist dich auch immer sehr gerne Schichten an, also wie man jetzt hier gerade sieht, das Stimmt. Blumenblüsli, dann das Jeansjäckli, da Chile. Ist das so ein bisschen dein Look zum Arbeiten? Ja, wahrscheinlich. Also in Maisonraison als Gastgeberin habe ich eigentlich solche Sachen sehr gerne. Zum Beispiel auch hier mit Violett, so ein Chile. Ja, das ist definitiv etwas, was mir sehr gut gefällt. Oder auch unbedingt asiatische Teile. Ich habe ja eine längere Japan-Reise hinter mir und bin viel in Asien gereist. Und die buddhistische Klosterküche ist mir so nahe. Von dort kommt ja auch das 5000 Jahre alte Wissen. Tofu, Seitan und Tempeh kommt eigentlich von dort. Und darum fühle ich mich sehr verbunden mit dieser Lebensweise auch vom Buddhismus. Sehr verbunden bist du nach wie vor mit deiner Oma. Das ist ihre Bluse. Ja. Das finde ich so schön. Ja, ich habe einige wunderschöne Blusen von ihr geerbt. Und vielleicht kommt auch von dort her der Look mit den Chiles, die ich dann mit den asiatischen Chiles, die ich drüber tue. Die gefallen mir einfach sehr farblich und auch vom Schnitt her. Du bist eine Visionärin, das haben wir gespürt in der Sendung. Du bist aber auch eine Träumerin, im Fisch geboren, Sternzeichen. Wo siehst du dich in 10 Jahren? In 10 Jahren sicher immer noch am vegan kochen, aber vielleicht noch mal weiterentwickelt. Ich wünsche mir eigentlich von Zürich und von der Schweiz mehr und mehr Offenheit für die Kulinarik, weil es ist einfach eine neue Kulinarik aus der Pflanzenwelt und nicht, es geht nicht um irgendeine Religion, sondern dass die Leute einfach mehr offen sind, das zu probieren und durch das im besten Fall weniger tierische Produkte essen. Dort sehe ich mich, das zu unterstützen. Ich wünsche dir für alle deine vielen Projekte, die jetzt hoffentlich noch mehr anziehen, ganz, ganz viel Erfolg, auch für dein drittes Kochbuch, das schon gleich wird rauskommen. Danke vielmals für den herzlichen und spannenden Einblick. Und für Sie daheim gibt es an dieser Stelle natürlich wie immer im Lifestyle den Wettbewerb über die Lady. Kurzferien im Romantik Seehotel Sonne am Zürichsee. Gewinnen heute 3 Übernachtungen und geniessen die private Badewiese direkt am Zürichsee. Für euch und eure Begleitung steht ein Doppelzimmer mit Blick auf den See parat. Zum Preis im Gesamtwert von 2'000 Franken gehören zudem ein 5-Gang-Menü im hauseigenen Restaurant, der Eintritt in die Wellness- und Fitness-Oase am See sowie ein 2-stündiger Erkundungsausflug mit dem E-Scooter oder dem Stand-Up-Paddle. Und das ist die heutige Wettbewerbsfrage. Nach welcher Schauspielerin ist Lauren Wilbolz benannt, nach der Lauren Cohen oder der Lauren Bacall. Die Nummer zum Anrufen ist 0901 581 880. Mitmachen könnt ihr auch per SMS. Schreibt als erstes Wort Lifestyle, dann die Lösungszahl und schickt an die Nummer 9988. Für eine schriftliche Teilnahme schickt die Postkarte an die eingeblendete Adresse. Nächste Woche zeige ich Ihnen die weltweit einzige Gondel, die zu einem Tiny House umgebaut wurde. Die beiden Reiseblogger Valeria und Adi haben das ungewöhnliche Ding 1 Jahr lang komplett renoviert und auf den technisch höchsten Standard gebracht. Wie es aussieht, wie man drin lebt, das sehen Sie am nächsten Freitag im Lifestyle von Herzen. Ein ganz schönes Wochenende. Lifestyle ist Ihnen präsentiert worden vom Shopping Tivoli. Meine Welt, wie sie mir gefällt. Und von Romantik-Hotels und Restaurants 28 Boutique-Hotels für Geniesser. romantikhotels.ch